Richtig. Ja, wir betrachten das jetzt mal von der Seite. Du willst deinen Körper dichter bekommen. Du hast jetzt schon alle Hebel in Gang gesetzt, um deine ganzen Pölsterchen loszuwerden. Ja, den Hüftgold, den Schleim und den Alter. Und jetzt willst du verdammt nochmal dichter werden. Wie macht man das, wenn das im Sommer so warm ist? Ne? Ja, da muss man sie einfach mal rausscheren mit der Sonne. Und sie auf den Drahtesel schwingen, sprich Fahrrad, Bicycle. Und mal den Körper auf Betriebstemperatur bringen und ein arbeitender Muskel produziert ja bekanntlicherweise auch jede Menge Wärme, womit er sich und benachbarte Körperteile gerne verletzt. Und wir müssen nur dafür Sorge tragen, dass diese Wärme augenblicklich in die Umgebung abgegeben werden kann. Und ist ja so, auf dem Fahrrad braucht nicht mal ein Lüftchen wehen gegeben, denn beim Radfahren haben wir ja den Fahrtwind. Ja, am besten gleich in der Frühe, nachdem ihr euer Glas Wasser getrunken habt, raus. Heute ist ein perfekter Morgen dafür. Ja. Und nicht vergessen, wenn ihr dann da in eurem Heim oder in eurem Ziel angekommen seid, ein Glas Wasser zu trinken. Gutes Wasser. Ja. Die Verdichtung passiert jetzt nicht augenblicklich. In dem Moment, wo ich hier sitze und trete, sondern der Hauptbetrag der Ver- oder der Bedichtung geschieht in dem Moment, in dem ich von meinem Fahrrad, from the bicycle, absteige und eine Ruhepause vollführe. Deswegen ist es auch ratsam, wenn man jetzt eine längere Tour macht, dazwischendurch Pausen zu machen. Und wenn man auch mal richtig ordentlich reingetreten hat, so nach dem Motto, ein Drittel Stoff geben, zwei Drittel ruhiger fahren, dann kann man auch schon in dieser ruhiger Phase verdichten oder seinen Körper bedichten. Ach, während er in der ein Drittel Strengphase, sage ich jetzt mal, also in der Ich-Gib-Stoff-Phase, expandiert. So, gerade so die Muskeln, die beansprucht werden. Und die geben ja ihre Wärme dann ab an die umgebenden Körperteile, wie schon vorher erwähnt. Und ich wiederhole es nochmal. Wenn man denn die anderen zwei Drittel der ausgesuchten Strecke ruhig fährt, hat man im Grunde genommen schon seine Ruhepause, wo sich der Körper verdichtet. Ja, man strengt sich also nicht mehr an, der Muskel wird nicht mehr wirklich gefordert, aber der Wind weht uns noch um die Beine und um die Arme. Und das stellt sicher, dass sie gekühlt werden und den Körper, der expansiv ist und gekühlt wird, wird dichter. Passiert im Übrigen, glaube ich, auch gerade mit der Sonne im Makrokosmos da oben. Ne?
Ja, und der geht irgendwann mal dann die Energie, die sie gespeichert hat, ganz schön flöten. Und was passiert dann? Genau, die wird auch dichter. Die hat sich auch mal eine Ruhepause gegönnt. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet mal alle folgen. Sollten noch Fragen entstehen, seid euch nicht zu fein oder zu bescheiden, diese Fragen zu stellen. Ich versuche oder ich suche danach, diese Fragen so gut es geht zu beantworten. Und vielleicht entsteht ja daraus auch ein kleines neues Video. Bis dahin, kleiner Nachtrag. Ich bin jetzt auf dem Rückweg zum Heim, auf dem Rückweg vom Bahnhof und habe bei den Jens zum Bahnhof gezogen. Waren ca. 6 Kilometer. Ordentlich Expansionsmodus. Und das war. Ja, auf den frühen Morgen, war nicht schlecht, ja, und jetzt fahre ich ganz genüsslich zurück nach Hause und da wird der Körper natürlich schon wieder dichter und im Magen macht sich gerade die gähnende Leere breit und man möchte am liebsten wieder solide Nahrung essen, ja. Und in dem Moment darf man nicht aufhören, weiterzufahren. Und ja, ich habe jetzt gerade kein Wasser bei. Also, sobald ich heim bin, gibt es Wasser. Und einen kleinen Kaffee. Ja, gegen diesen Kaffee ist überhaupt nichts einzuwenden. Man sollte es bloß nicht übertreiben. Nicht wahr? Und wichtig ist halt das Wasser. Wenn ich jetzt zu Hause angekommen bin, dann wird dieses Magenknurren wahrscheinlich auch wieder verschwinden, sobald mein Körper wieder so sich energetisch ausgeglichen hat. Heißt, naja, wenn ihm nicht mehr der Wind um die Beine peitscht und naja, um die Beine weht und um die Arme und so, ja, werde noch ein bisschen den Sonnenaufgang genießen, auch wenn er nicht so prachtvoll ist wie die Tage vorher. So, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.